ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist wieder Flumsi TV und wie sich's gehört, haben wir Wetterglück, stahlblauer Himmel und Sonne. Ein wunderschöner Tag also. Und die heutige Sendung steht voll und ganz im Thema Freestyle. Wir begleiten nämlich den Slopestyle Contest Trickkiste und zeigen euch auch noch, was der Snowboardverband BASE so alles macht. Jetzt sind noch die letzten Fahrer sich am Anmelden und wir gehen jetzt auf in den Park. Theo, du bist der Präsident vom Snowboardverband BASE. Wer sind ihr und was macht ihr genau? BASE ist der Snowboardverband von der Ostschweiz. Wir decken die ganze Ostschweiz ab, minus den Kanton Zürich. Wir sind ein Verband, der einerseits den Breitensport fördert mit eigenen IO. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr erfolgreiches Snowboardkader in allen drei Bereichen: Alpin, Cross und Freestyle. Also jetzt an dem heutigen Event, an der Trickkiste, sind ja verschiedene Partner involviert, nicht nur ihr. Wie funktioniert denn das genau? BASE stellt Helfer, wir organisieren das Ganze. Mit an Bord ist aber auch die Giant X Tour, sowie auch die Snowboard Series Tour und Freeski Tour. Sowie natürlich auch Bergbahnen Flumsenberg, die uns natürlich maßgeblich unterstützt im Parkbau. Wunderbar, also es scheint hervorragend zu funktionieren. Du bist insgesamt jetzt mit der Situation da zufrieden, Wetter stimmt auch. Und was erwartest du noch? Ich erwarte super Läufe, super Competition und am Schluss auch Kinder, die Freude haben, dass sie mitgemacht haben. Und die gewonnen haben, natürlich auch, dass sie Freude haben. Mega schön. Sabto, erzähl doch mal schnell, wie das hier abläuft heute, da an der Trickkiste. Wie ist der ganze Tag, wie ist der Contest aufgebaut, was passiert überhaupt alles? Das Ziel des Contests ist, dass wir eigentlich den kompletten Fahrer küren können. Und wir starten die Mädchenkategorien und Buben- oder Damen- und Herrenkategorien, je nach Alter. Und da sind wir mit den Disziplinen Snowboard und Freeski. Das heisst, es hat Snowboarder, Skifahrer, die da durchgehen und die einzelnen Sprünge werden nicht angeschaut, sondern eben wirklich das Gesamtpaket. Was hast denn du das Gefühl, wer hat dann am Schluss am meisten Chance? Also was muss man machen, dann, dass man da den Contest gewinnen kann? Ich glaube, da ist sicher für die Fahrer wichtig, dass sie von oben bis unten das Beste zeigen können und dass es möglichst leicht aussieht und auch Vielfalt herbringen und variieren. Dass es wirklich einfach ihre, so wie aus der Trickkiste rauskommt. Das wunderbar. Sehr gut. Danke vielmals. Ja, Sergio, du bist heute hier in der Funktion als Trainer unterwegs an der Trickkiste. Du hast vier Schützlinge dabei. Was sind das für Jungs oder Mädels und was machen sie? Also, wir haben verschiedene. Jetzt, heute habe ich vier da, vier Jungs und ja, sind so zwischen 10 und 17. Und wie rechnest du da jetzt die Chancen aus dem heutigen Contest? Meinst du, die kriegen die Läufe gut runter? Ja, ich hoffe es. Sonst ist es Heimrennen. Ich glaube, wir sind vorne mit dabei. Wunderbar, dann drücke ich die Daumen. Danke.
Ein absolut perfekter Tag haben wir erlebt. Heute Trickkiste perfekt über die Bühne gegangen. Also einmal wettertechnisch und andererseits haben wir auch extrem spannende Läufe gesehen und wirklich tolle Sprünge. Und natürlich gehört zu jeder Flumsi-TV-Sendung am Schluss ja noch unsere Wettbewerbsfrage. Und darum ist Limana da bei mir. Limana, wie ist die Wettbewerbsfrage am heutigen Tag? Die ist, wie heisst der Snowboard-Verband, der in der heutigen Sendung vorkommt? Ist? Okay, wie heisst der Snowboard-Verband? Das werdet ihr sicherlich herausfinden. Eure Antwort könnt ihr wie immer einsenden an wettbewerb@flumserbergbahnen.ch. Und dann bleibt uns nichts mehr anderes übrig, wie ihr hier noch den wunderbaren Tag ausklingen lassen und noch weiter geniessen. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Rest und bis zum nächsten Mal bei Flumsi TV. Ciao zusammen.